Landbauschule finde ich einzigartig, weil sie in einen voll funktionierenden, in meinen Augen sehr gut laufenden Betrieb eingegliedert ist und der Dottenfelder Hof eben als biologisch dynamisch bewirtschafteter Betrieb ideale Möglichkeiten bietet, allen Menschen, die die Landbauschule besuchen möchten, sehr viel mitzunehmen auf ihrem weiteren Weg. Es hat mir geholfen, innerhalb meiner Ausbildung zum biologisch-dynamischen Landwirt das breite Spektrum der biologisch-dynamischen Landwirtschaft besser zu verstehen und auch Hilfe zu geben bei dem Einstieg nachher ins Berufsleben. Ich habe in meinem Landbauschuljahr die ganze Saatgutarbeit kennengelernt, die Fragen um die Züchtung. Und das habe ich dann so in meinen Gärtnerberuf eingebaut, war dann erst Saatgutvermehrerin und bin dann irgendwann wirklich auch in die Züchtung eingestiegen. Und das hat somit bis heute eigentlich meinen ganzen beruflichen Werdegang geprägt. Das Besondere an der Landbauschule war für mich die Möglichkeit zu haben, ein Jahr lang mal zu studieren. Also so, ich kam ja aus der Praxis und bin danach wieder in die Praxis gegangen. Und ein Jahr zu haben, in dem ich mich so sowohl ins Fachliche vertiefen konnte, als auch das Ganze, den ganzen anthroposophischen Hintergrund kennenlernen durfte, aber auch diese künstlerischen Angebote, dieses künstlerische Element, das so mitzubekommen, das war für mich wirklich ein Geschenk. Da wir mittlerweile seit 6 Jahren einen eigenen Betrieb haben, kann ich mich immer wieder zurückbesinnen auf die Zeit in der Landbauschule und die Grundlagen, die da geschaffen wurden, mit der Praxis versuchen zu verbinden und da auch die Schwierigkeiten immer wieder zu sehen. Dabei hilft mir immer wieder das Zurückbesinnen auf die Landbauschule, was wir da mitbekommen haben. Meines Wissens gibt es nicht nochmal so einen Ort, wo man so viel lernen kann und sich Grundlagen erarbeiten kann für die biologisch-dynamische Landwirtschaft, die dann weiter im Leben einem auch hilft, in der Praxis voranzukommen und man immer wieder darauf zurückschauen kann und das mit der Praxis vor allen Dingen verbinden kann. Es ist 10 Jahre her, dass ich auf der Landbauschule war. Das ist ja schon eine lange Zeit und ich kam damals aus der landwirtschaftlichen Praxis und bin jetzt auch wieder in der Praxis und ich weiß noch genau, wie ich das genossen habe, dieses Jahr lang einfach Zeit zu haben für Sachen, für die man sonst in so einem landwirtschaftlichen Alltag nicht unbedingt Zeit hat. Ich weiß nicht, ob ich sonst bis heute den landwirtschaftlichen Kurs zum Beispiel wirklich von A bis Z gelesen hätte und vor allem auch so durchgekaut hätte. Also das hat mir richtig Spaß gemacht und ich weiß, das wäre sonst nicht passiert, glaube ich. Was die Landbauschule auch noch einzigartig macht, ist einfach die Einbindung in den laufenden Betrieb. Ja? Es ist einfach ein großer und auch spannender Betrieb, der Dotti. Und ich bin immer morgens um 5 in die Käserei gegangen zum Beispiel, damit ich um 8 überhaupt irgendwas lesen und zuhören kann. Und am Wochenende melken und so. Einfach, das hat mir einen guten Ausgleich gegeben und das konnte sich auch jeder selber suchen, wie er es halt braucht. Auch die Struktur, dass einfach
sehr viele verschiedene Dozenten zu Wort kommen, aus den verschiedensten Bereichen der Landwirtschaft eigentlich. Und eben das Studium der Anthroposophie ist auch einzigartig, so in der Gruppe was zu machen. Ja, die Landbauschule ist jetzt natürlich schon einige Jahre her, 16 um genau zu sein. Und vieles ist tatsächlich nicht mehr in Erinnerung, aber es gibt vor allem zwei Dinge, an die ich mich sehr gut erinnere. Und das eine sind die Studien der anthroposophischen Schriften, vor allem der landwirtschaftliche Kurs. Und das andere sind die Beobachtungsübungen, die wir gemacht haben. Das sind beides Dinge, an die ich doch immer wieder zurückgedacht habe und wo ich meine, dass sie auch allerlei berufliche Schritte, berufliche Entscheidungen beeinflusst haben. Das Schöne an der Landbauschule fand ich, dass klar Unterrichtsfächer natürlich vorgegeben sind, sinnvollerweise, aber dass man doch eben in der Art, wie man lernt, sehr, sehr freigelassen war. Ja, man ist mit dem Kopf ja sehr stark tätig in diesem Jahr, man ist aber umgeben von Menschen, die arbeiten, man ist umgeben auch von Herzlichkeit, von zwischenmenschlichen Beziehungen, man feiert Feste und so ist man einfach in der Umgebung als ganzer Mensch angesprochen. Jetzt einige Jahre her, dass ich mit der Landbauschule fertig bin und ich habe das Gefühl, dass ich immer mehr ankomme in der Landwirtschaft und ankomme in meiner Arbeit und das ist genau das, was ich mir von dem Kurs erhofft hatte. Das, was vorher so ein Traum war, was ich schon irgendwie gelernt hatte, aber noch so ein bisschen in den Sternen hing, ist jetzt auf den Boden gekommen. Die Landbauschule ist nicht nur zufällig hier auf dem Dottenfelder Hof, sondern ist wirklich eine Schule im Betrieb. Also die ganzen Dozenten kommen ja hier aus den verschiedenen Betriebsbereichen oder auch von anderen Höfen. Und die haben uns wirklich mitgenommen in ihre tägliche Arbeit, in ihre Überlegungen und ihre Erfahrungen. Und haben uns so ganz viel Handwerkszeug mitgeben können. Die Landbauschule hat mir vieles beigebracht. Also prinzipiell spezifisch über die biologisch dynamische Landwirtschaft und auch in Bezug zu Geisteswissenschaft. Also davon hatte ich davor nicht viel Kontakt gehabt oder nicht viel davon gelesen. Und es war schön, dass gemeinsam mit den Kollegen und Martin darüber zu lesen und zu sprechen nachher natürlich. Dann hat auch mir viele neue Ideen gebracht für meine Zukunft in Spanien, wo ich vorhabe, die biologisch-dynamische Landwirtschaft helfen zu verbreiten. Viele so Ideen für Projekte, die man entwickeln kann in Bezug zu Landwirtschaft, in Bezug zu sozialen Aspekten auch oder in Bezug zu Weiterverarbeitung der Produkte. Vor allem, dass es selbst auf einem Bauernhof, jetzt in dem Fall auf dem Dottenfelderhof, stattfindet. Und dadurch kann man alles, was man im Unterricht behandelt, kann man selbst erleben auf dem Hof oder feststellen, ob es stimmt. Auch der Tat, dass es eine Wohngemeinschaft ist, das fand ich auch sehr einzigartig. Und auch sehr besonders schön fand ich, dass es hier auf dem Kurs so viele Ausflüge gemacht haben, wo wir andere Bauernhöfe kennengelernt haben und die Möglichkeit gehabt haben,
andere Realitäten kennenzulernen, andere Verhältnisse. Ich wünsche der Landbauschule für die Zukunft, dass sie immer wieder interessante Dozenten findet, die sich für die biologisch-dynamische Landwirtschaft begeistern können und diese Begeisterung auch weitergeben können an die Menschen, die eben Landbauschüler sein wollen. Was ich der Landbauschule für die Zukunft wünsche, das sind solche Jahrgänge, wie wir einer waren. Also sowohl von der Stückzahl, wir waren immerhin bis also zum Schluss 13 Teilnehmende. Und wir waren einfach so ein guter Trupp, es ist so viel passiert. Und wir haben nachhaltig, also wir haben immer noch Kontakte miteinander. Und das wünsche ich einfach der Landbauschule, dass sie ja, tolle Jahrgänge mit vielen Studierenden bekommt. Ich wünsche der Landbauschule vor allen Dingen eine steigende Teilnehmerzahl, damit dieses Potenzial, was dort gelehrt wird, sich weiter in der Welt verbreiten kann. Ich denke, die Landbauschule hat sich in den letzten 10 Jahren schon sehr verändert und auch bestimmt verbessert, ist professioneller geworden, die staatliche Anerkennung ist dazugekommen. Und für die Zukunft wünsche ich der Landbauschule einfach, dass sie sich nicht retten kann vor Anfragen, vor Teilnehmern, die mitmachen wollen. Und dass diese Teilnehmer dann 10 Jahre später auch so dastehen können wie ich, dass sie vor allem auch in der Praxis landen und sich freuen, dass sie sich ein Jahr Zeit genommen haben, was völlig anderes zu machen. Also nicht thematisch natürlich nichts anderes, aber einfach sich die Zeit nehmen können, was zu studieren und Dinge zu tun, die man sonst im landwirtschaftlichen Alltag einfach nicht so tun kann. Ja, was wünsche ich der Landbauschule für die Zukunft? Ich wünsche ihr vor allem in erster Linie viele begeisterte junge Menschen, die den Wert dieses Studienjahres erkennen und den Wert der Verbindung von Kopf, Herz und Hand und die man ja da an der Landbauschule so wunderbar üben kann in dem Jahr, dass es viele junge Menschen gibt, die den Weg finden. Und ja, dann wünsche ich der Landbauschule, dass sie das richtige Gleichgewicht findet, weiterhin, ich weiß nicht, ob das so ist, war ja lange nicht mehr dort, das richtige Gleichgewicht zwischen Altem und Neuem. Ich wünsche der Landbauschule oder mir vielmehr ihren Dozenten, dass sie so wach und so inspirierend und inspiriert bleiben, wie sie jetzt sind und weiter so viel Lust auf die Landbauschüler haben. Und ich wünsche auch unserer Landwirtschaft ganz viele Landbauschüler für die Zukunft. Ich wünsche der Schule, dass es noch weitere Menschen sich dafür interessieren, damit es auch weiter, also damit es fortgesetzt ist. Und ich wünsche mir auch und die Schule auch, natürlich kann da eine Kollaboration entstehen, dass es andere Schulen in andere Sprachen, in andere Länder sich gründen, dafür, dass andere Leute die Möglichkeit haben, diese Erkenntnisse zu erlernen.